Walter Kogler ließ seine Mannschaft unverändert. Weder er noch Münsters Ralf Lohse ahnten, was für ein verrücktes Spiel vor ihnen lag. 33. Minute, Freistoß Chichos und Bukwa ist gedankenschnell. Aber sein Jubel währte nur kurz, denn Schiedsrichter Mix hatte auf Abseits entschieden und war im Unrecht. An Chichos Freistoß war nur Verteidiger Krone dran und kein Erfurter Treffer regulär. Sekunden vor der Pause, Münsters Zenger bricht durch. Pech für Erfurt. Diesmal macht Schiedsrichter Mix alles richtig. Rot für Juri Jutt, eine klassische Notbremse. Zenger war frei vor Torwart Klevin. Der Freistoß von Marcel Reichwein. Ausgerechnet der Ex-Erfurter bringt Münster in Führung, weil Tyralla sich in der Mauer abwendet und den Ball noch abfälscht. Zweite Hälfte. Erfurt spielte weiter mutig und schnell. 47. Minute, Kapitän Möwald. Chichos, der dribbelt noch gegen Krone und findet dann Bukwa. Und dieser Treffer zählt jetzt. 1:1 durch das erste Saisontor des Österreichers Bukwa, der von Hajduk Split kam. Alle beim Torschützen und der Vorbereiter oben drauf. Chichos zu Bukwa und dem rutscht der Ball ab. Auch so kann der perfekte Torschuss aussehen. Walter Kogler hatte seine Mannschaft auch in Unterzahl nicht in die Defensive zurückgezogen. 72. Minute, Freistoß Tyralla. Chichos. Und das ist das 1:2, sein zweiter Saisontreffer. Sie wollten unbedingt nachlegen nach dem Sieg gegen Dresden. Auftrag ausgeführt. Vorerst. Chichos, pfiffig, wie er die Abwehr hinterläuft. Und dieser Kopfball ist brillant. Entsetzen bei Reichwein, Riesenjubel beim eingewechselten Kamlott, der den Ball bekommt in der 81. Minute. Ein Stürmer, der die Kugel jetzt sichern will. Hintenrum zu Christoph Menz, der schießt Reichwein an und der Ball springt über Klevin ins Tor. 2:2, verrückter geht es nicht. Der zweite Treffer von Reichwein. Kamlott, ein Stürmer, der nach hinten denkt, das geht manchmal schief. Ein unnötiges Gegentor kostet Erfurt 3 Punkte und dennoch, Tyralla und Kogler sind zufrieden, denn der eine Punkt ist wertvoll in Unterzahl. Die Erfurter bleiben jetzt in der Region, spielen am Samstag in Osnabrück.